Matthias Schibilko, das war ein blitzsauberer Auftritt. Wie hast du den Wettkampf erlebt? Ich hatte die ganze Zeit nur Gänsehaut und ich habe einfach das Publikum gesehen und die Atmosphäre war einfach unbeschreiblich. Ich hab mich jedes Mal gepusht, als die angefangen haben zu klatschen. Ich war so glücklich. Es hat so Spaß gemacht, hier zu springen. Und ja, Goldmedaille, ich bin Europameister. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich eine Medaille holen, einfach auf dem Podest stehen. Und dass ich hier in meinem Heimpublikum, die haben mich so beflügelt, die haben mich so über die Latte getragen. Ich bin einfach nur stolz, einfach ein Deutscher zu sein. Und dass ich hier Gold holen durfte, ich will mich nochmal im Publikum bedanken. Die haben mich super unterstützt. Und als ich Ehrenrunde gemacht habe, es war so schön. Ich war danach außer Atem und ich habe die ganze Zeit geschrieben. Man merkt schon ein bisschen, dass meine Stimme weg ist. Und ja, danke. Seit 82 musste Deutschland auf die nächste EM-Goldmedaille warten. War dir das bewusst? Nee, ich habe gar nicht drauf geschaut, was los war. Aber es war einfach so schön. Also ich hatte eine weiße Weste bis 35. Das war meine Bestleistung eingestellt. Da habe ich nochmal versucht, 38 zu springen, neuen deutschen Rekord. Aber als ich gemerkt habe, du bist Europameister, da war die Luft raus. Weil ich habe bei jedem Sprung 100-200% gegeben und dann ging gar nichts mehr. Und deswegen war mir es auch egal. Ich habe gesagt, ich habe noch Zeit, ich kann vielleicht den deutschen Rekord irgendwann mal anders mal angreifen. Und für mich war einfach hier wichtig, einfach eine Medaille, um dass es Gold geworden ist. Danke. Das große K, Stichwort Konzentration, ist sonst immer so ein Thema bei dir. Warum hat das heute so gut funktioniert hier? Ich wollte ja keinen enttäuschen, ich wollte mich selber nicht enttäuschen. Ich wollte einfach nur einen tollen Wettkampf machen. Ich habe gemerkt bei der Quali und im Finale, dass ich gut drauf bin. Ich bin fit, ich hatte keine Probleme. Ich habe mir, glaube ich, immer zu viel Kopf gemacht. Ich habe dem Eike, glaube ich, ein bisschen genervt und alle anderen. Ich habe so, oh, ich tue mir tut hier weh, da war es weh. Und es war auch gar nicht so. Also hier im Wettkampf, ich konnte 200% geben und jetzt kann ich nichts mehr. Jetzt bin ich fix und fertig. Ich bin außer Atem. Diese Ehrenrunde war so anstrengend für mich. Aber ich war so glücklich, weil ich hatte bei der Heim-WM durfte ich keine Runde laufen mit den Athleten. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte in Berlin es rocken und ich möchte auf dem Podest stehen. Ich möchte diese Ehrenrunde. Und Gold, Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach unbeschreiblich. Also ich habe, als ich das realisiert habe, ich bin zu Boden gefallen, habe losgeheult, weil, ey, du bist Europameister. Als ich meinen Bruder gesehen habe, meine Freunde, meine Eltern, mein Trainer, die alle so, alle waren da. Das war einfach so toll. Ich bin so dankbar. Ich will mich auch noch mit dem Publikum bedanken. Danke, ihr habt alles gegeben. Super, danke. Seit 2009 trainierst du bei deinem Trainer Hans-Jörg Thomas Kamp. Was möchtest du ihm heute Abend sagen? Welchen Anteil hat er? Ich gehe erstmal zu ihm. Ich möchte ihn ganz doll drücken, dass er keine Luft mehr bekommt. Ich kriege auch keine Luft mehr, weil ich einfach außer Atem bin. Aber ich glaube, wir trinken erstmal ein Bierchen und dann werden wir es, glaube ich, erstmal versuchen zu realisieren, dass ich Europameister bin. Und mal gucken, also ich habe noch ein paar Wettkämpfe, ich muss ja locker bleiben. Ich möchte noch in Eberstadt gerne springen, bei den Diamond Leagues, hier in Birmingham, Brüssel und dann endlich in meinen wohlverdienten Urlaub nach Bali, meine Freundin. Und da freue ich mich umso mehr drauf, weil ich einfach nicht mehr kann. Erhol dich dann gut, wir danken dir. Danke.